Und jetzt beginnt also richtig kleines Drama. Und Mario macht jetzt so einen Fass aus und so einen Drama drauf. Freunde, ich dachte, mich tritt ein Pferd. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie versprochen, ein Gläsler Wein am Abend. Ich weiß ja, dass wir das jetzt, also ich drehe jetzt hier auch am späten Nachmittag. Das heißt, Weinchen geht, Weinchen passt. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Ihr habt mir auch schon, weil ich muss noch erst nochmal Kopfhörer hier raus, sonst schreie ich so sehr. Ihr habt mir auch schon so viele Nachrichten geschrieben zum Thema Mario Basler. Hab auch da eben mit Patrick drüber gesprochen und dachte auch so, was ist los mit ihm? Ja, also der trainiert, ja, wie das hier eigentlich, der trainiert junge Spieler, junge Männer und ich. Aber nee, dazu sagen wir gleich noch was. Ich halte mich noch zurück, dazu sagen wir gleich noch was. Lass uns das mal gucken, nehmt euch was zu trinken, wenn ihr es noch nicht habt. Irgendwas, ein Teechen, kann es natürlich auch sein. Ich brauche Wein, ich brauche Alkohol, ich brauche Wein. Lass uns das zusammen angucken. So. Drum gibt's zum Frühstück für den einen nebst Kaffee noch was zum dran knabbern. Für den anderen bleibt nur viel Rauch um nichts. Ich weiß nicht, dass man sich darüber Gedanken macht beim Barometer, wo nichts auszusagen hat. Hab ich auch nicht ganz verstanden. Sag mal, ihr habt uns aber nicht genommen, weil ihr uns findet, oder? Also nur wegen des Stärkstes oder Konkurrenz? Oder? Ja, aber Mario sieht das ein bisschen anders als ich. Mario und Steffen sind, glaube ich, nicht so. Also okay. Aber ich hab's ja irgendwie nur mitbekommen, dass sie irgendwie wohl eine Vergangenheit haben. Genau, die haben hier irgendeine Vergangenheit, wo wir alle nicht wissen, ja, was denn eigentlich für eine Vergangenheit irgendwie, was ist denn vorgefallen, dass der Mario irgendwie so eine Hasskappe gegen den aufhat, ne, Butter bei der Fische. Was für eine Hasskappe eigentlich, warum rückt er eigentlich mehr Spaß? Was hat er, der Steffen partout, denn Mario eigentlich getan? Weiß das irgendjemand von euch? Also ich nicht, ich nicht. Ich habe nominiert, das sage ich ja. Okay. Und wenn es mich stören würde, würde ich sagen, weil du ein Arschloch bist. Da Steffen nicht zu fragen wagt, bleibt Marios Meinung ungesagt. Zum Glück hat Katharina nachgehakt und weiß, was das Verhältnis plagt. Doris und Mario haben uns gewählt, weil Mario dich nicht so mag, weil ihr so eine Vergangenheit so habt. Und sie meinte, ja, ich habe gesagt, ich mag dich ganz so gerne, ich möchte dich nicht wählen, aber Mario wollte uns gerne. Dann habe ich mich gefügt. Ist ja lustig, aber ich habe ja mit dem gar nichts zu tun gehabt. Ich habe auch so ein bisschen affig, ehrlich gesagt. Das ist ein Grinsen, ne? Der kommt da so und der weiß ja ganz genau, worum es geht. Ne? Und Mario schlawenzelt da rum, ne? Vor 6 Jahren. Ja, genau. Also damals 1997. Da waren wir in einem Spiel und da habe ich gewonnen. Ja. Ja, Kindergarten, ja. Pass mal auf, ich werde noch richtig. Bin ich auch Kindergarten bisher. Na gut, sie mögen uns halt einfach alle nicht. Und nicht, weil wir die Stärksten sind. Ja, wenn uns keiner mag, mag uns keiner. Die Hälfte nicht, na und? Ich glaube, das liegt aber auch erstmal daran, weil die sich so abkapseln. Ne? Das hatten wir ja schon mal in den anderen Staffeln mitbekommen, also ich zumindest, dass immer die, die sich so abgekapselt haben, dann auch nicht so gemocht werden, weil man denkt, sie halten sich für was Besseres oder so. Ne? Ja. Das kommt mir an. Wird das Eis etwa schon dürr? Führen weitere unbedachte Bewegungen zu neuen Rissen? Die Antworten hierzu werden vertagt, da der direkte Kontakt zum obersten Angrantler vorerst ausbleibt. Der hat auch irgendwie schon so, ne, das ist so, der hat, ich finde, so eine negative Aura, so eine negative, also ich will den persönlich nicht als Trainer haben, weil für mich wirken so, er wirkt auf mich sehr verbittert, sehr böse, sehr. Und da hatte ich halt Angst, dass der einfach immer inkorrekt entscheidet. Also sprich, der entscheidet nicht fair oder richtig. Ich hätte halt immer Angst, dass wie bei so einem Lehrer in der Schule früher, der einfach nicht fair ist, der einfach so bösartig rüberkommt zu uns Schülern, dass man auch nicht fair bewertet wird. Wisst ihr, wie ich meine? So einer ist das. Und ja, also krass, 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 krass. Weil ich habe auch zu Patrick gesagt, der hat doch alles erreicht im Leben. Ne? Der hat Erfolge gehabt im Fußball. Der hat doch alles. Der hat eine Frau. Was? Warum ist er so böse? Ne, habe ich mich immer gefragt. Oder warum ist er so griesgrämig? Ich glaube, das ist eher so das Wort. Das ist halt irgendwie schade. Dann setzen sich da 2 Stunden dahinter wieder allein in die Ecke und halten sie ganz leise. Wir haben eine schöne Zeit. Das ist doch toll.
Leute kennenlernen, mit denen wir sonst nie irgendwas zu tun hätten. Und nicht wieder zu tun haben. Gut, ne, so ganz abkapseln finde ich jetzt auch nicht so gut. Aber ich kann das irgendwo auch so ein bisschen verstehen. Ne? Also irgendwelche Menschen sind, aber auf die ich partout keinen Bock habe irgendwie. Aber dann mein Job ist es, in die Show zu gehen. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich würde mich auch, glaube ich, nee, ich würde mich nicht abkapseln. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wisst ihr? So ein bisschen nachvollziehen, warum sie es machen. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann müssen wir schleimen. Das ist dann die letzte. Okay, sorry, das ist jetzt hier unsere Challenge vor Ort im Haus. Ist ja schön, dass wir jetzt mal was zu reden haben. Auch. Sonst wüsste ich ja gar nicht, was ich mit dir reden sollte. Ja, also ganz ehrlich, das finde ich auch echt erfrischend. Ja. So, wir haben ja echt die Gefühle letzten 5 Jahre nicht viel miteinander geredet. Ja. Oh, hast du den Müll rausgebracht? Ja, habe ich. Und wir machen sogar was zusammen. Ja. Also wir kämpfen zusammen. Hm. Aber da sehe ich auch, dass du das so lange mit mir aushältst, ne? Dass du dich für mich entschieden hast, obwohl ich ja so ruhig bin. Wir passen schon gut zusammen. Also da habe ich mich auch, ich habe das mit Pratik letzte Nacht geguckt und das war auch so, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass wir uns nichts zu sagen haben. Wir sind jetzt auch 3,5 Jahre schon zusammen und wir haben auch so beschlossen, wenn das jemals so sein sollte, dass wir uns nichts zu sagen haben oder nicht wie andere Paare, dass sie sich nicht mehr küssen oder anfassen, wofür ist man dann noch zusammen? Wenn man so gar nichts mehr miteinander teilt, ja, also das verstehe ich nicht, weil, nee, gibt kein Weil, ich verstehe es einfach nicht, ich kann es auch echt euch nur abraten, dass das nicht das Leben ist, dass das nicht die Beziehung ist, dass das nicht, dass er das Leben ist einfach, guck mal. Apropos passen. Die sitzen da einfach. Scheiße, entweder haben wir das zu klein gewaschen, ja, oder, keine Ahnung, was meinst du? Das ist süß, oder? Das Outfit, ja. Das ist auch so Cosimo, ne? Sein Körper und so. Und auf Insta, also jeder bearbeitet ja so ein bisschen seine Fotos, ich natürlich auch und so. Aber der scheißt richtig rein mit Fotobearbeitung. Wenn man hier so sein Reality-Gesicht sieht, sein reales Gesicht, seinen realen Körper und dann mit Instagram vergleicht, müsste man machen, das ist schon echt hardcore. Also es sind ja komplett andere Menschen drauf. Also er ist komplett nicht das, was er da auf Insta zeigt, schon hat. Die reicht gleich, ne? Oh Gott, Cosimo. Wir werden nicht aufgeben. Wir sind keine Kakerlaken, die aufgeben. Ja. Wir sind immer da. Heute müssen wir aber alles geben. Lustig. Ja, wir werden auf jeden Fall alles geben. Jetzt packen wir's. Ja, ich sag auch, du musst halt ruhig bleiben. Also, ja. Genau, da kommt nämlich jetzt das erste Spiel, aber jetzt beginnt schon hier die Sache, die ich meine. Und zwar, also wo ich heute meinen Fokus drauf legen möchte, auf das Verhalten von Mario Basler. Punkt auch Jüngere. Der KS-Freak, ja, er ist vielleicht oft überdreht oder macht zu viel, aber er hier in diesem Format, in diesen Folgen, tut er bisher keiner Fliege was zu Leide. Und er sieht eher auf zu Mario Basler, weil es sind auch Ältere oder die haben was erreicht, wie er es so sagt und sieht. Und schaut mal, was er macht in puncto dessen, wie Mario Basler ihn behandelt oder es so nötig hat, sich da so drauf zu lehnen, um ihn so runterzudrücken, obwohl er 30 Jahre älter ist als KS-Freak, Achtung. Wir haben gemerkt, dass wir beim letzten Spiel wirklich ein super Team waren. Jetzt hat uns natürlich der Ehrgeiz gepackt und jetzt wollen wir natürlich das nächste Spiel gewinnen. Go, Lizzie! Genau, das kommt später. Das werden wir später nochmal bei dem nächsten Spiel, ne? Das kommt noch. Wir gucken uns das hier noch schon mal in Ruhe an. Wir haben jetzt total Lust auf das Spiel, weil wir haben ja tatsächlich heute eine neue Möglichkeit, uns zu safen. Und damit würde man sich eine kleine Auszeit bei der anstehenden Rauswerferei verschaffen. In der sommerhäuslichen Außendienststelle erwartet die Damen ein Tunkebad, wenn die Herren bei den Rate fragen. Das Spiel könnt ihr euch auf RTL Plus komplett angucken. Da geht es halt darum, dass die Pärchen Fragen über ihre Beziehung beantworten müssen. Wann war der erste Kuss? Wann haben wir das erste miteinander geschlafen? Und wenn die Fail, also falsche Aussagen getätigt haben, ging das einmal ganz rum. Ganz witzig, kann ich empfehlen, euch anzugucken auf RTL Plus. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Auch richtig cringe, wie einige halt wirklich auch einfach gar nichts wissen von ihrem Partner, muss ich ehrlich sagen. Ne? So, aber wie gesagt, das könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Das können wir uns hier sparen. Da sind dann auch so Fragen, wo Mario Basler einfach überhaupt gar nichts weiß. Ne? Und er das genießt, seine Frau dadurch die Matsche zu schicken und auch sie auch mal zweimal fahren lässt durch diese Matsche da. Also, nee, ne? Also ich kann an dem Mann bisher nichts abgewinnen und ich hatte echt Bock drauf, den zu sehen im Fernsehen, weil ich wissen wollte, wie ist er so, ne?
Ja. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bin ich eine richtig geile Frau. Das sowieso, aber dann sollen die zu Hause bleiben. So schlecht geworden von dem Drehen. War das eklig? Hä? War das eklig? Na geht's. Also da muss man jetzt nicht für heulen. Ich fühle mich eklig, mir ist schlecht. Ja. Und ja. Wir lagen wirklich, wir sind seit 3,5 Jahren zusammen. Hab das Spiel eigentlich echt cool gefunden und es ja, hat mich einfach mega geärgert. Ja, wir haben auch heute Nacht, wo wir das geguckt haben, Patrick und ich haben das Spiel ja mitgemacht. Ne? Die Fragen musste er beantworten, weil er ja der Mann war. Und er wusste alle, so wann war der erste Kuss, wann haben wir das erste Mal geschlafen, wann war das erste Date etc. Wir können das irgendwie auch so gar nicht nachvollziehen, dass der... Also, dass die da, die Paare da, also, dass die ja gar nichts wissen, Freunde. Was denkt ihr darüber? Die wissen irgendwie gar nichts. Wisst ihr auch so wenig über euren Partner oder Partner über euch? Das ist echt krass. Dusche auf. Ah. Ist, glaube ich, das Beste für alle hier. Ups. Ich glaube, wir haben nicht so gut abgeschnitten. Erstmal kacken. Oh, eklig, das brauchen wir uns nicht angucken, oder? Ich bin daheim mit dir einen Großteil von den Fragen, was heute Kämmer sind, durchgegangen. Ich hab da sogar daheim gesagt, was ich. Ja, ich merke, was über Monate. Ja, aber logisch. Und hier habe ich auch so ein bisschen mal die andere Seite von Kesrick kennengelernt, so in der Beziehung, wie er mit dir redet. Weil man denkt ja immer, der ist nur so. Nur. Ihr wisst, wie alle sind Kesrick so. Und hier sieht man so ein bisschen auch, wie die zwischenmenschlich reden und vielleicht zu Hause agieren, also privat sind, ne? Ich denke, merkt ihr das für den nächsten Spiel? Ich würde noch Dinge messen. Weil ich wollte nichts Falsches sagen. Ich war bei... Wo haben wir uns zum ersten Mal geküsst? Wo haben wir das erste Mal Sex gehabt, Alter? Das erste Mal geküsst haben wir in der Disco, warst du schon, gell? Wo haben wir... Nein, haben wir nicht. Doch. Nein, haben wir nicht. Doch, Mann. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Bei Gott haben wir nicht. Genauso wie, wo haben wir das letzte Mal Sex gehabt? Kannst du nicht mehr erinnern, Couch, in den letzten Wochen. Ja. Ja, auf der Couch, ja. Bisschen das war falsch, ja. Aber es muss ja auch nicht. Muss ja nicht reichen. Muss es schon, weil ich... Nein, muss es nicht. Ich möchte wir sind safe, glaub mir. Und das ist so schade, hier sagt er, sie sind safe, glaub mir. Und das Spiel wandelt sich. Fühlst du dich jetzt so sicher? Es kann sich irgendwas ändern in den nächsten Tagen. Wir bekommen vielleicht eine Stimme, ein anderes Paar bekommt 5 Stimmen. Frag mich nicht. Checkst du es nicht? Vielleicht checken es ja die Mitstreiterinnen auf der Plaudercouch. Eine Beziehung kann so schnell vorbei sein. Ja. Männer sind nichts anderes außer wie Schoßhunde. Und jetzt kommen wir erstmal, bevor wir zu Mario Basler kommen. Doch, das wollte ich auch noch thematisieren. Kader. Wie Kaderlot über Männer spricht. Und I love Kader. Ich liebe Kaderlot. Aber wenn etwas, dann muss man da auch ehrlich zu sagen. Und Kader hat im Punkto recht, wenn man sie wie behandelt, die Männer, was sie gleich sagt, dann kommen sie angelaufen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber nur bei den falschen Männern. Weil die richtigen Männer kommen auch angelaufen, wenn du sie gut behandelst. Siehe Patrick, ja. Also deswegen, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen finde ich die Aussagen, die Kader in ihrem Alter trifft, so ein bisschen schade. Sie sagt, Männer sind wie Schoßhunde, ne? Finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht richtig. Hört nochmal genau hin, ich war nochmal 10 Sekunden zurück. Das Gespräch finde ich, ich mag das Wort toxisch nicht mehr, aber giftig. Finde ich nicht richtig, ja. Achtung. Männer sind nichts anderes außer wie Schoßhunde. Bitte? Du musst sie behandeln. Marcel, bitte. Du musst sie behandeln, dann rennen sie dir erst recht hinterher. Ich war immer am glücklichsten in meinem Leben, als ich keinen Partner hatte. Wirklich? Da sagt sie, sie wäre immer am glücklichsten, wenn sie keinen Partner hatte. Ich war auch glücklich, wenn ich keinen Partner hatte. Aber ich habe jetzt ja den richtigen Partner und bin noch glücklicher, als wenn ich keinen hätte. So, wisst ihr, wie ich meine? Man muss aber einfach, deswegen habe ich oft den Schlussstrich gezogen, relativ schnell. Das mache ich auch mit Freundschaften so, weil ich meine Zeit nicht vergeude, um was Besseres kennenzulernen. Natürlich sollte man nicht so. Aber wenn man merkt, der Partner macht einen nicht glücklich oder die Freundschaft, also egal in welchem zwischenmenschlichen Bereich oder Familie, ja, Familienangehörige, also egal welcher Mensch, dann warum soll man seine Zeit mit dem Menschen vergeuden, wenn man dann frei wäre für etwas, das einen glücklicher macht? Ganz wichtig. Und es ist so schade, dass Kader in dem Alter solche Aussagen trifft. Und es ist so, ich finde es schade, weil sie vergeudet dann die Zeit mit ihrem Partner, obwohl ich ganz genau weiß, es gibt Menschen da draußen, die machen sie glücklicher oder könnten sie glücklicher machen. Ja? Keiner mischt sich ein. Ja. Du musst da nicht die Unterhose eines Mannes in die Waschmaschine reinwerfen. Nicht kochen und so ein Scheiß, weißt du? Ja, man. Ich muss auch nicht kochen. Patrick kocht gerne. Er liebt Kochen mittlerweile. Er liebt es so sehr. Dafür mache ich anderes. Das ist eine Ergänzung, eine Symbiose.
Mann, das ist so krass, dass sie das so negativ sieht, ne? Also ich das gestern gesehen habe, ich dachte, okay, wow, hätte ich nicht erwartet. Entwickelt sich nicht mehr so krass weiter, wie man es macht, wenn man einfach alleine ist. Weil du der... Nein! Oh mein Gott, das ist so falsch. Man entwickelt sich nicht so krass weiter, wenn man alleine ist. Ich habe mit Patrick mich unfassbar krass entwickelt. Ihr habt die letzten 3,5 Jahre mitbekommen, wohin ich mich entwickelt habe. Ja, und wie schnell ich vorwärts gekommen bin. Wenn man, also das ist so schade, das ist so schade, Freunde, das ist nicht, also das ist nicht die Norm. Das ist die Norm, aber das muss es nicht sein, das muss es nicht geben, ja. Deine Energie, deine offene Aufmerksamkeit ja. in jemand ja. anders reinsteckst. Total, ja. Und irgendwann bist du eine gelutschte Banane. Nee, ja. Auch an früher, ja, war ich das auch. Das habe ich ja auch mal gesagt, weil ich nicht wusste, dass es auch was Besseres gibt, ne? Ja. Ihre Früchtchen drängt's nun zu Geständnissen. Alleine wäre ich super glücklich in meinem Leben. Also es ist nicht so, dass ich... Genau, und jetzt kommen die beiden, Erik und Kata, Kata rein in das Gespräch. Und da muss ich auch sagen, so, Kata, Achtung. Ich sage, wenn ich die Person verliere, oh Scheiße, ich gehe jetzt runter, jetzt wäre ich ein Penner, so. Das wird nie passieren. Mhm. Richtig, gut, das darf auch nicht passieren. Thomas hat ihn richtig kurz bevor wir reingekommen sind. Oh. Warte, die Karma hat ihn... Nein. Also ich möchte es erzählen. Pass auf. Und jetzt, wo ich denke, was hat überhaupt gar nichts, was ist jetzt wieder ihre Mission? Ja? Also das Ding ist, ich kann ja ein Stück weit empathisch nachempfinden. Die haben eine krankhafte Beziehung, wie sie es selber sagen. Das sage nicht ich, das sagen ja sie. Und das geht hin und her. Die tun sich da beide nichts. Aber die sind beide auf andere Weise Art für mein Empfinden toxisch zueinander. Ja? Und Kata hat permanent diesen Drang nach meinem Empfinden, ihn in diesem Format zu denunzieren, fertig zu machen. Also die hat permanent diesen Drang. Und das, woher das kommt, das wissen nur die beiden. Ja? Aber was soll das so? Ne? Achtung. Ich möchte es erzählen. Mhm. Okay. Also ist über meinen Geburtstag. Hat er meinen Geburtstag vergessen? Da weht schon mal der erste Wind, ist natürlich ein No-Go. Wenn mein Partner meinen Geburtstag vergessen würde, würde ich sagen, geht, ne? Also kann ich verstehen, aber das ist doch ein Problem, so ein anderes, das da so gar nicht hingehört jetzt gerade irgendwie. Keine Ahnung. Was? Dann hat er sich gemeldet, dann kam er an, hat ein 3-minütiges Video gedreht. Du bist die Liebe meines Lebens und ich werde im Fernsehen zurückstecken. Ich werde nicht mehr in Fernsehshows gehen. Und dann habe ich in sein Handy geguckt und warum auch immer den Chat von der Mutter angeklickt, von der Mutter und ihm, wo drin steht. Und das finde ich übel. Ein Chat von ihm und seiner Mutter im Fernsehen zu outen. Ich dachte immer, geht bei dir. Boah, fand ich übel. Stand, dass es alles nur Show war, um mich zum Sommerhaus zu überreden. Was? Nicht unter aller Sau, das so zu outen. Ich muss gucken, wie gehe ich taktisch vor, um sie mit irgendwie rumzukriegen, dass sie hier mit reingeht. Wie hast du sie rumgekriegt? Wenn nicht, wäre auch Schluss gewesen. Mann, Hase, das stimmt doch überhaupt nicht. Katha, du erzählst immer so, als wenn du der liebe kleine Engel wärst und ich wäre der Böse, würde dich zu einem drängen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sie dazu gedrängt hat und unbedingt wollte und macht und tut, ne? Aber ich finde die Art, wie sie damit umgeht, nicht richtig. Ich finde es einfach nicht in Ordnung. Ich werde dich in Zukunft zu nichts mehr drängen. Kann ich aber auch verstehen. Erik, wenn du das hasse ich auch. Das ist genau das Ding, was mich nervt. Mhm. Weil auch in dieser Kackgesellschaft, es wird erwartet, man soll eine Freundin haben, es gehört zum Leben dazu. Aber mich nervt es. Ich bin immer besser gefahren, wenn ich alleine meine Sachen gemacht habe. Ja, der sucht einfach sich nicht die richtigen Partnerinnen raus, die zu ihm passen, ne? Und ich habe mich in den letzten 7 Jahren entwickelt. Und Katha, immer redest du, als wenn ich der Schlimme... Du bist aber auch kein Engel. Aber sie ist hier, Ich weiß, du bist kein Engel. Und du bin bist, ich auch nicht. Das, was du gerade gemacht hast, ist das allerletzte. Das, ja. was du machst, ist wirklich jemand... Ja, das finde ich auch. Das habe ich auch so empfunden. Das ist finde ich, eklig. Fand ich ganz eklig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde. Ich finde es absolut eklig. Und ich hätte gesagt, okay, ciao, das war's. Ciao, das war's. Ciao, das war's. Ehrlich. Für mich gerade so verraten. Ja. Eine Frau kann ich nach oben bringen, eine Frau kann ich in Ruin bringen. Und so fühle ich mich gerade. Gefühlsmäßig uriniert hilft nur noch das Ruinal. Ihr zerstört euch gegenseitig. Ja, absolut. Ich glaube, den anderen geht super auf den Senkel, dass wir streiten. Ist auch verständlich. Also es nervt ja sogar mich wie sonst was. Und vermutlich darum ergreift eine der anderen nach dem Händewaschen die Initiative. Oh. Komm her, komm.
Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, 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 ja. Nee, komm her, komm. So Friede, Freude, Eierkuchen. Du reißt dich jetzt zusammen. Oder? Ja, ich weiß. Weißt du, was heißt du? Du machst es doch dann. Du weißt es doch. Bitte, reiß dich jetzt einfach. Das Schlimmste, ja, ja, was du jetzt machen kannst, wenn du sie beim Spiel genau irgendwie zusammen... Nein, 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 hundertprozentig. Sei jetzt professionell, wie du sonst ja bist. Zieh jetzt einfach durch. Ja. Nimm sie jetzt noch mal in den Arm. Nimm sie an der Hand und ihr geht da jetzt zusammen hin, ohne euch irgendwie so anzumaulen. Oder, ey, da kriege ich selbst einen dicken Hals. Macht ihr nicht so viel. Ja, ich finde das auch. Ich finde das auch nicht eklig. Ich weiß, dass alles wehtut. Konzentrier dich nur noch auf das Spiel. Aber wichtig ist, dass du jetzt an dich denkst, dich nicht gehen lässt und weine nicht. Bleib stark. Hat sie auch wiederum recht. Ne, generell, die tun sich einfach beide nicht gut. Ne? Aber ich finde einfach diesen Move einfach ekelhaft. Was sie dazu bringt und so, das wissen wir alle nicht. Aber das geht halt einfach nicht. Geh nicht da rein. Mach das nicht. Oder wenn du dann doch da reingehst, dann sei so, aber nicht so. Also wirklich. Nee, mag ich nicht. Bleib wirklich stark. Das ist niemand wert, dass du weinst. Wirklich. Ja. Ja? Das stimmt. Dankeschön. Und danke dir trotzdem. Ja. Nimm sie jetzt. Okay, ihr nimmst sie jetzt einfach. Finde ich gut von der. Erik, ja? Konzentriert euch auf das Spiel. Es geht um die Wurst. Ihr geht da jetzt zusammen hin. Ihr tut es jetzt für mich, okay? Tut es für mich. Macht sie gut, die, ne? Das Gute ist halt, das müsst ihr euch auch auf RTL Plus angucken, das Spiel rocken die. Das Spiel rocken die wirklich richtig gut. So gut, dass sie wirklich mit einem tollen Gefühl da rausgehen. Und wir gucken uns dann das mal an, wenn sie raus aus dem Spiel. Er geht wunderbar mit ihr um. Wie gesagt, das könnt ihr euch auf RTL Plus komplett angucken. Er weiß unfassbar viele Fragen, aber bei Katha ist es halt, also Katha ist das natürlich wieder nicht gut genug, ne? Oder es reicht nicht, ne? Das ist super. Feiert ja, richtig super, ja. Schatz, ich liebe dich. Ja, das heißt, Schatz, ich liebe dich, da ist sie happy, ne? Und Kada und ihr Mann kriegen da überhaupt nichts zusammen, ne? Wie gesagt, das ganze Spiel könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Ist sehr interesting. Also, jetzt bitte nachdenken. Yeah. Letzte Frage. Ganz einfach, ganz einfach. Wo liegt meine erogene Zone? An deiner Ursula, Mumu. Richtig, Vagina. Ja, Schatz, super. Sehr schön. Ja. Ich bete drum, dass wir erster Platz sein, weil mir ist Gewinn auch wirklich wichtig. Also, ich möchte, dass wir betonen, dass er sagt, sehr schön, und klatscht und geht zu ihr hin und trocknet sie auch ab und hilft ihr da. Genau, und dann kommen sie jetzt hier zurück. Und jetzt schaue ich mal genau, wie sie redet mit ihm an. Dann. Hör öfter auf mich. Ja, verstanden, du wolltest keine einzige Frage hier vor durchgehen. Mann, Hase, ich weiß. Keine einzige, bis ich dich gezwungen habe. Ja, Hase, ich geb dir recht. Hase, ich geb dir recht, ja, hast recht. Okay, weiter geht's, so, ne? So, Hase, war gut gewesen. Ist kalt, ne? So, Hase war gut gewesen und klopft und sie darf als erster gehen. Ich möchte, dass wir das festhalten, dass er es mehrmals also betont hat, dass das top war, dass das super war. Hase, super, hat mit ihr super gesprochen. Was Kaka draus bastelt? Das Spiel hat sehr, sehr gut funktioniert und hoffentlich haben wir das erfolgreich absolviert, um uns zu safen. Also für die, die neu zusammen sind, auch da wird auch hier bei den beiden, ja, bei 5 Monate, da kannst du noch gar nicht alles wissen. Ja. Egal, ob wir jetzt gerade Stress hatten oder nicht, wir müssen was zu reden. Nee, das meine ich nicht, aber kannst du vielleicht auch mal sagen, dass ich das gut gemacht habe. Das hat so ein bisschen, also Mike, Cies, Michelle und ich haben uns ja ausgesprochen, wir sind ein Paar miteinander, alles gut. Aber das hat so ein bisschen diese Vibes vom Sommerhaus mit Mike und Michelle, dass der Mike das brauchte, dass die Michelle ihn bestätigt sehr oft. Und hier sagt sie, du kannst das zumindest mal sagen, hast du gut gemacht, Hasi, irgendwie. Und das hat er doch eben mehrmals. Versteht ihr, dass ich so höre, als ich das gesehen habe? Achtung, es geht weiter. Hast du gut gemacht, Hasi. Und im Endeffekt, wir haben uns ja auch gerade wieder eigentlich vertragen beim Spiel, aber wenn ich rauskomme und du nur negativ bist. Ja, weil ich ein bisschen, Erik, das war nicht einfach. Katha, ich wollte ein bisschen Lob. Du hättest doch am liebsten schon während des Spiels, wenn ich einen Fehler gemacht hätte, mich wieder blöd angemacht. Ja, damit auch. Alles, was ist. Du bist nicht das Opfer hier. Oh, Mann, ist das anstrengend. Kann ich absolut nachvollziehen, wie anstrengend das ist. Die kamen ja wirklich raus, die waren happy, die haben das gut gemeistert, die haben das richtig gut gemacht. Sie hat sogar gesagt, oh, ich liebe dich noch. Und dann kommen die da raus und dann schon wieder so negativ. Und ich dachte mir so, warum machst du das jetzt kaputt, ja? Finde ich so schade. Es gibt gerade nichts zu meckern mal eigentlich, ne? Das hatte diese leichten Vibes von der letzten Format, ne? Was ich eben gesagt habe. Schade. Echt schade.
Es sind immer nur diese Vorwürfe. Und ich lass mich mal bitte ausreden gerade, Katja. Und ich habe einfach ein großes Problem. Sie bringt wieder dieses Negative rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich gerade, wo ich sage, den Abend, ich muss mit ihr jetzt auch gerade nicht gerade Zeit verbringen. Kann ich nachvollziehen. Wir sind eben sehr unstabil. Die anderen sind alle schon mehrere Jahre zusammen. Man merkt auch, die anderen passen irgendwie auch wie so ein Puzzleteil. Bei uns ist es eben komplett das Gegenteil. Wir lieben uns, wir kuscheln, wir haben uns. Ist das Liebe? Versteht ihr? Das ist echt lieb, aber weiß ich nicht. Am Ende des Tages, am Ende des Tages machen wir beide uns so runter und zerstören uns beide. Er sagt halt auch, dass sie beide das tun. Das finde ich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Ich dachte, er wäre ekliger oder schlimmer. Vielleicht hilft eine starke Bauernschulter das Leid. Ja, die machen ein bisschen Leidklagen über sich gegenseitig. Und und dann kommt halt die Auflösung, wer gewonnen hat. Und siehe da, Erik und seine Freundin, also damalige Freundin, haben das Spiel tatsächlich gewonnen. Und zwar 80% der Fragen richtig beantwortet. Und alle gratulieren den beiden dazu. Das haben sie auch echt verdient. Und ja. Schätze mal meine Lieblingsfarbe. Pink. Er wusste gar nichts, ey. Ja, Baby, jetzt übertreib doch nicht. Und dann hat Cosimo so einen leichten Kaffee auf mit seiner Frau. Ist aber auch jetzt nicht so schlimm, das sind so kleine Meinungsverschiedenheiten, aber das ist jetzt nicht so das große Drama. Jetzt ruft das Bett. Oder er bricht sich. Oh nein, Sascha. Was war jetzt? So, und dann bricht der nächste Tag an, ne, Freunde. Und da geschieht dann das, was ich vorhin meinte. Der KS-Freak ist voller Tatendrang, voller Energie. Ich wünsche, ich hätte das auch nochmal, dass ich aufstehe und denke, boah, ich könnte Bäume ausreißen. Und jetzt beginnt die Sache mit Mario Basler. Ganz genau hinschauen, please. So, ich habe jetzt ein Business-Meeting auf der Toilette. Danke für die Ankündigung. Hatte ich auch schon. Nice. Mein Meeting war nicht so angenehm. Boah, das ist auch so eklig, ne? Das müssen wir hier vor. Guckt euch das auf, Dings. So, jetzt hier, weiter. Ja, Jungs, wie sieht's aus heute? Ha? Habt ihr Bock? Er bringt voll Stimmung rein und völlig in Ordnung. Und diese drei, schon fast tot, könnte man sagen, ja? Also, haben die noch Lebensqualität? Sind die noch, also, leben die noch? Ne, dachte ich mir so. Weil so, also bisher nervt mich KS-Freak überhaupt gar nicht. Er kommt raus, so, Freunde, das mache ich auch oft, ne? Ich kann das also nachempfinden und der kriegt da überhaupt gar keine Resonanz. Guckt mal. Wie sieht's aus, Sascha? Werden wir sehen. Wir werden sehen. Mein Allerbester. Ha? Schön. Ich bin absolut gut gelaunt. Ja. Könnt ihr jetzt direkt einen Baum ausreißen? Ja, ist krass. Gott, Gott. Links, boing. Hey, Schatz, geh, schau. Oh, geil. Ich bin wie ein Affe. Und Mario Basler denkt schon so, aber das ist, KS-Freak ist 20, Anfang 20. Und ich kann es euch nur so sagen, Fußballer mit Anfang 20, ja, die machen noch ganz andere Dinge, wo die einem auf den Sack gehen, die haben noch mehr Kopf teilweise. Und ich finde das nicht schlimm, dass ein Mario so darüber, so guckt euch das an, wie eklig. Guck mal, ich so das ist mein Tempo, was ich laufe ungefähr blind, so. Okay, das ist das Tempo. Da bin ich mal gespannt, wie schnell du läufst. Mir das egal. Das ist schon klar, dass dir das scheißegal. Egal, dann bist du da hinten und viermal schon links. Dann rennst du irgendwo ins Feld. Wenn ich irgendwie neben mir merke, mache ich so. Korrekt. Der meint das aus Spaß. Und wenn ihr neben mir, dann mache ich so. Der meint es aus Spaß. Es wäre wirklich ein Necken. Das ist ja kein Mobben oder Angreifen. Er meint das hier aus Spaß zu 100%. Und Mario Basler und auch dieser andere Drittligaspieler, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, abwehr Drittligaspieler. Ich weiß nur den Namen nicht. Mölders? Mölders oder wie auch immer der heißt. Auch so, so richtig so Partypooper, so richtig Sesselfurzer, wirklich. Guck mal. Darfst du alles machen? Ja, so Mario. Du Doris, wo muss ich hin? Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Mein Gott. Nervig. Es ist nervig und vor allem immer ich. Ich hör dich so. Doris, wo muss ich hin? Ey, hier stoßt mich irgendjemand. Ja, aber vielleicht wärst du ja gestoßen. Ja, kann auch sein. Who knows? Ja, so, who knows? Ja, musst du jetzt so ein Drama draus machen. Der macht da so ein Drama draus, dass der diesen Drang jetzt empfindet, ihn komplett runterzudrücken. Ja! Für mich ist es alles von Marcel. Nochmal, mag ein ganz netter Kerl sein. Ich mag den. Aber das ist alles zu übertrieben. Wir sehen ja alles. So wie der Marcel übertrieben vielleicht positiv und energetisch ist, energiereich ist, ist Mario, bist du halt zu low. Ja, zu böse, zu negativ und zu langweilig. Ja, so. Der rennt weder noch sonst irgendwas. Ja. Der schiebt mir in die Hose wie jeder andere. Danke, Papa, für den Tipp. Du, Marcel, mach mir einen Gefallen, aber du bist nicht der Größte, der Schönste und der Beste. Aber Mario ist schon ein bisschen aufgeregt, gell? So hat er sich auch gar nicht, also so viel habe ich gar nicht empfunden. Und Mario empfindet das so, als wenn er sich so hochstellt, so, ne? Mario? Mario, du bist aufgeregt? Du weißt doch, jemand, der am lautesten bellt, hat die größten Hosen voll. Und wer die Hosen gleich voll hatte, ne, das sehen wir nämlich auch gleich. Ne? Kleiner Spoiler, der bricht nämlich das Spiel ab. Ja, ich habe heute echt schwere Eier, muss ich echt sagen. Finde ich super, den Konter. Das hat mit Eier nichts zu tun. Ich glaube, dass Eier gar nicht so schwer sind. Hä? Ich glaube, vor allen Dingen, Chaos Freak meint alles mit Humor, mit positivem, also mit freundlichem Humor. Und Mario Basler aber nicht. Der macht diese Witze im negativen Kontext. Kennt ihr diese Unterschiede? Und das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. I don't get it. Deine gar nicht so schwer sind, deine Eier. Meine Eier? Woher weißt du das eigentlich? Wer viel drüber redet, ist meistens kleiner. Guck mal, was soll das? Und da dieser, ja, Sascha heißt, Sascha so, das findet er witzig. Das findet er witzig. Ich dachte mir so, oh, Bruder, Freunde, komm, na. Ja, geht auf euren Spielplatz, ey. Hier, Fußballplatz, ey. Oh. Er hat halt noch nie gesehen, was bei mir da unten abgeht. Von daher, wenn wir das sehen, würde er sich wahrscheinlich denken, was geht da ab? Wo bin ich gelandet? Von daher. Wie auch immer, alle spielberechtigten Männer brechen jetzt auf. Da die Hosen gestrichen voll. Guck mal, deine Hose ist viel voller als meine. Ja. Geiler Arsch, Mario. Ey. Ich hab dir schon mal gesagt, du musst dreimal auf die Welt kommen, um das zu erleben. Ja, aber okay. Irgendwann kann es sein, dass mir die Halsschlagader blass. Ey, das freut mich. Das freut mich, wirklich. Ja, und dann kommt nämlich das nächste Spiel. Die müssen in den Tierkostümen, werden sie blind von ihren Frauen geführt. Das könnt ihr euch auch anschauen im Stream. Und Mario beginnt das Spiel erst gar nicht, weil er sagt, er kriegt Beklemmungen, er kann das nicht und er kriegt darunter Platzangst und er bricht das Spiel nämlich ab. Ja, moin, Freunde der Sonne, fand ich auch krass so. Aber gut, wollen wir respektieren. Aber das ist zum Thema, wer dickere Eier hat hier, wer sich in die Hosen schießt, ne? Deswegen, also, und wer hat hier am lautesten geschrien? Nämlich die größeren Sprüche hat nämlich Mario Basler gekloppt. Und der größte war dann Mario Basler, ne? Dann kommen die zurück. Somit müssen Teile der Bewohnerschaft nun also andere Nominierungsziele ins Auge fassen. Was soll man sagen? Scheiße gelaufen. Ja, scheiße gelaufen. Also knapp daneben ist auch vorbei. Ich scheiße jetzt drauf, ganz ehrlich, jetzt ist auch vorbei und da kommen noch weitere Spiele und fertig ist. Ja, egal. Ich mach mir jetzt keinen Kopf mehr. Jetzt ist mir. Ich hab mich lang genug geärgert. Du hast jetzt 3 Tage dir den Kopf gemacht. Gefühl, du willst jedes Spiel unbedingt gewinnen. Ja. So sollte es ja auch eigentlich sein, ne? Das sagt doch, also das ist ja der, ich verstehe das nicht, Mario Basler, aber Fußballer, ein Spiel will man gewinnen, sonst dreht man ja einen Wettbewerb nicht an. Das ist ja ein Wettbewerb. Ich gewinne gerne. Gewinnen will ja vom Grunde her erstmal jeder. Ja. Aber du machst dann so, was? So, du überdrehst dann für dich. Ja, aber Mario Basler überdreht nämlich, der dreht nämlich gar nicht erst auf, sondern fängt das Spiel auch gar nicht erst an. So, I don't get it, wie man jemanden so fertig machen kann. Aufgrund dessen jetzt, so wisst ihr, er macht ja nichts Verkehrtes. Ich bin froh, dass er sich nicht gesaved hat. Ich glaube, dann wäre Marcel völlig ausgeflippt, völlig durchgedreht und größenwahnsinnig geworden. Es kommt am Schluss sowieso, wie es kommen muss. Ich glaube, er hat es verstanden.
Ich hoffe nur nicht, dass er es zu spät verstanden hat. Es folgt der Konter inklusive Plauderofferte. Ich habe das Gefühl, wir lernen uns hier kennen. Ja. Tja, dieses Abwehrbollwerk lässt sich nicht mal eben knacken. So, wenn ein Stück Fleisch möchte. Und jetzt beginnt also richtig kleines Drama, Freunde. Also Mario, also ich... Los, man spürt das ja. Ja, klar, der hat das schon mal erzählt gehabt. Ja, und das war hat er erzählt? Hä? Ja, mir hat er das mal erzählt gehabt. Er hat voll ja Stimmung gemacht. Ne? Also wir haben ja beim Stimmungsbarometer eben 4 Stimmen erhalten. Und eine davon gab es eben von Mario und Doris. Weil Mario, also, er hat den Groll auf mich. Und deswegen wollte er mich auch rauskicken. Patrick, hol deinen Teller. Oh, jetzt ist es doch ein bisschen hoch. Das schießt aber auch, ey. Wollen wir zum Essen läuten, oder? Ich hab alle schon Bescheid gesagt. Ach so, hast du? Soße oder sowas haben wir gar keine da, gell? Ketchup vielleicht? Wen wollen wir denn nominieren? Marcel und Lisa nehmen wir nicht. Mario und Doris auch nicht. Ja, mit Mario bin ich mir noch nicht so sicher. Manchmal wäre es besser, man säße öfters zusammen. Dann klärten sich Unsicherheiten wie diese in Windeseile. Und Mario macht jetzt so einen Fass aus und so einen Drama drauf, Freunde. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Plötzlich stehe ich jetzt gerade vorne hier mit Steffen und dann sagt er... Finde ich vom Bauer auch so unnötig. So unnötig, so link, so eklig. Ich hasse Snitch Moves, ne? Ich hasse nichts mehr wie Snitch Moves. Ja, Mario, ja, der wird jetzt wahrscheinlich Stimmung gegen mich gemacht haben. Ich habe Stimmung gemacht. Genau, weil er wahrscheinlich sich dann, okay, die 4 Stimmen, konnte sich dann erklären, hey, woher kommen die? Fragst du dich ja selber auch. Und dann, aber dann kommt das zu mir, frag mich. Und dann habe ich das halt. Kann er mich doch fragen, ob ich Stimmung gemacht habe? Nee, muss er ja nicht. Er muss ja nicht zu ihm kommen. Muss er ja gar nicht. Oh. Ja oder nein? Und jetzt geht da Mario hin und ganz cringe. Und Mario ist, Freunde, bei jungen Leuten, ne? Ich war auch jung. Ich habe viele Fehler gemacht, viele Fehler, also zwischenmenschlichen Kommunikationsding, mach ich immer noch. Ne? Aber der Mario ist, man sagt 3x7, das ist ein Spruch so, der ist doch schon mehr als erwachsen, mehr als weise sollte er eigentlich sein, weil er Lebenserfahrung ja eigentlich hat. Jetzt guckt mal, wie er damit umgeht, also richtig peinlich. Und Steffen ist es auch nicht mein Sympathieträger, aber ich muss ehrlich sagen, dass Steffen damit richtig gut umgeht. Der lässt sich nicht auf diesen Trash-Drama ein und lächelt das weg. Ich finde das richtig gut. Achtung. Steffen, ich habe keine Stimmung gegen dich gemacht, gell? Nee, okay. Wenn du das erwartet das von dir, du bist ein erwachsener Mann, sag mir das. Wir erwarten von dir auch einiges, weil wir denken, du bist ein erwachsener Mann, Mario. Ach Mist, dann sage ich dir, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe. Oder nicht. Nee, das kam nur gerade da, ja, als er mir sagte, ja, dass er dir das erzählt hatte. Ich will, ja, alles gut, ich ja, du weißt, ich kläre das, ich spreche das an. Ja. Kannst machen, was du willst, aber mach mir einen Gefallen, frag mich. Ja. Nee, muss er doch nicht. Frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe, sage ich dir ja oder nein. Ja, okay. Hm? Ja, dann sag ihm das doch mal. Ja, ich habe Stimmung gegen dich gemacht. Ja, ich kann dich nicht leiden. Sag ihm das doch mal. Sag doch mal die Wahrheit dann, oder? Wir alle wissen das doch, wir sehen das doch. Na? Vielleicht für die Zukunft. Okay. Ja, mich stört sowas, verstehst du? Deswegen spreche ich es an. Aber das war gar nicht so ein Ballon, den du gerade aber du kannst nicht hingehen, komm doch zu mir und frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe. Nee, muss er doch gar nicht. Ob ich ein Wort schlecht zusammen sei, wenn ich gesprochen habe. Alles gut, alles gut. Der macht das richtig gut, der Steffen. Nur sagen für die Zukunft. Okay. Komm zu mir, sprech mit mir. Ja. Meine Entscheidung ist gefallen. Ja. Ich habe da kein Problem, dir zu sagen, ja. Ich habe bei dem über dich gesprochen. Ja, dann erzähl doch. Kannst du machen, wie du möchtest. Ja, genau, mache ich auch. Ja. Mach ich sowieso. Ich habe das, wie er dir das vermutlich jetzt gesagt, das war es anders, als ich mit Katharina, mit ihm darüber gesprochen habe, nämlich mit Grinsen auf dem Gesicht. Hol mal Patrick rein, frag nochmal, wie es war. Oh Gott, ist das ein Traum. Ich dachte mir so, Bruder, Hilfe, der ist irgendwas um die 50, 60, hör mal zu, Hilfe, Freunde, Hilfe. Jetzt geht der Kindergarten los. Ja, ehrlich. Und wir sind mittendrin? Ja. Patrick, komm mal rein, wie es war. Ob das so war, dann komm mal rein. Der macht da so einen richtigen unangenehm. Was hat der Steffen zu dir gesagt? Mit was? Eben. Nein, mit ob der Stimmung gemacht hab. Ja. Ich hatte Stimmung gemacht. Nein, du hast gesagt, wahrscheinlich hat er Stimmung gemacht, oder? Genau. Ja, eben. Also. Ja, weil er mir sagte, ja, weil du ihm was erzählt hast, habe ich gesagt, wahrscheinlich hat er Stimmung gegen gemacht. Guck mal, wenn du in den Raum stellst, dass ich gegen die Stimmung mache. Wir waren nur zu dritt. Ich verstehe, was du meinst, aber das war nicht so, wie du es jetzt denkst. Wie soll ich denn denken, wenn jemand sagt, wahrscheinlich hat der Mario Stimmung gegen mich gemacht? Nein, das stimmt nicht.
Nicht? Ich weiß ja, dass nicht die vier Stimmen gekommen sind, weil du Stimmung gemacht hast. Das weiß ich ja. Also hast du ja nicht die Stimmung gemacht. Genau. Genau, ja, aber das wissen wir doch. So ja, aber für mich hört sich das so an, wenn du es sagst. Aber dann klären wir das ja jetzt gerade auf. Geil. Alles ist gut, Mario. Gut, Mario tot. Aber deswegen klären wir das jetzt hier gerade auf. Mario, nothing to add und geht. Ich mache jetzt mein Telefon. Der ist echt funny. Also. Echt, das ist ja nur falsch ausgedrückt einfach. So war das ja nicht gemeint. Auch gar nicht zu so einem Drama, das so zu entwickeln. Mario, okay? Das will mir auch noch, du. Das klärt der Vati sofort. Oh, was ist das? Der Vati sofort. Oh, ist jetzt Kasach. Und die anderen lachen so dämlich drüber. Sorry, also, das hat nichts mit Vati zu tun. Das ist keine Autoritätsperson, vor der man Respekt hat. Da lacht man drüber, über sowas, finde ich. Also. Das ist bei mir total Schaden. Was? Und direkt wieder eine rauchen, so, oh, Hilfe. Ja. Das haben wir doch mehr im Flachs zu ihm gesagt. Ja, ja. Und ich hab's zu dir gesagt. Ja. Was soll's. Macht mir jetzt meine Entscheidung leichter. Genau, und dann kommt jetzt die Nominierung. Und jetzt meine ich das, was Mario Basler mit KS-Freak macht. Ganz eklig, weil KS-Freak sagt noch zu seiner Freundin, ja, Mario Basler, und so können wir nicht wählen, das kann ich meinen Eltern nicht antun, ne? Das könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Das heißt, er wählt die nicht und aus Respektgründen und so weiter. Das tut mir so leid, wie dann mit den beiden umgegangen wird von allen. Von allen. Aber das war schon, wisst ihr noch, am ersten Tag in der ersten Folge hatten die alle schon eine Hasskappe auf gegen die. Und unergründlich, also ohne irgendwelchen Gründen. Das ist krass, oder? Es ist ja so, gell? Mhm. Die Stimmung ist angespannt. Natürlich, drei Paare sind jetzt gesaved. Fünf bleiben über. Natürlich, die Spanne, wen du wählen kannst, wird halt immer kleiner. Natürlich. Wenn Cosimo uns gewählt hat, dann haben wir viele Stimmen. Das sage ich dir jetzt schon. Ich hoffe einfach, dass es für uns heute reicht und dass die anderen uns auch noch gerne im Haus haben möchten. Ja, jetzt wart mal ab. Vielleicht stimmt's ja gar nicht. Vielleicht war es nur ein blödes. Ich glaube schon, dass es stimmt. Wir sind so bei drei, vier Stimmen. Bitte bleib stehen doch. Renn doch nicht immer drei Schritte weg. Ich muss ein bisschen gehen. Mir ist übel. Schlecht. Ja. Mir geht's nicht so gut gerade. Ja, Marcel, bitte komm runter. Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Das kann auch sein, dass wir uns gerade richtig für den Arsch fertig machen. Das ist auch das Problem, was wir bei den Challenges hatten. Wir haben uns da so reingehangen, dass es eigentlich. Ja, aber hallo. Natürlich hänge ich mich bei einer Challenge rein. Ich möchte die ja gewinnen. Also Entschuldigung, soll ich da jetzt zur Challenge gehen und sagen, oh, ist mir total wurscht, ob ich so das gewinne Mario. Oder nicht. Ja, so Mario, der hat fast jede Challenge abgebrochen. Glaubst du, dass das der Sinn der und dann Sache ist? Gar keine Votes immer bekommt, das ist immer so strange. Ja, weil die alle Angst vor dem haben. Ja. Du hast dich halt, glaube ich, unter ihm gestellt mit dem, dass du Papa zu ihm sagst, das ist jetzt eine Unterwürfigkeit, Unterordnung, glaube ich, weil der kann böse werden. Ich sag dir, Mario kann böse werden. Ja. Mario ist ja auch. Ja. Ich kann auch böse werden. Ja. Da hat sie recht. Die erste Nominierung des Sommers steht ins Haus. Drei von drei Paaren bleiben sicher. Doch eins von fünf fliegt raus. Jetzt geht's los. Guck mal da an, Schatzi. Alles ist gut. Ja, da hat man echt schon ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? Es geht los. Jesus Christ. Steffen wählt. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese fünf Karten zu nehmen und ein Ausschlussverfahren zu machen. Okay. Das sehr schwer war. Auch für dich doch nicht. Immer diese Sprüche von Mario, oder? Ist nicht schwer gefallen. Ja, so. Natürlich hat es auch was mit diesem Gespräch zu tun gehabt. Zumindest für heute muss sich Mario einen anderen zum Umtreten suchen. Zum Umtreten suchen, genau. Und was er sagt, sehen wir jetzt. So, mir tut's leid, dass du da oben bist, Steffen. Vorneweg. Aber ich will es gar nicht so lang machen. Wir haben uns für Marcel und Lisa entschieden. Ja, aus dem einfachen Grund, du bist mir zu flippig, du bist der Größte, der Beste. Und deswegen gibt's die Stimme. Das hat den so getroffen, so wehgetan. Man hat das richtig an seinen Augen gemerkt, finde ich. Richtig übel. Gerne, Sohn. Und er sagt noch Danke, Papa. Sie haben es halt nicht verstanden. Wenn ich eine große Fresse habe, dann muss irgendwann mal was kommen. Weil irgendwann wird es auch mal peinlich, weil das Verhalten ist Kindergarten. Nee. Da habe ich gestern Abend schon gedacht, ich brauche keinen Wein, ich brauche einen Jackie wieder. Wie in der letzten Format, weil ich das so unterirdisch finde. Er sagt zu ihm, das Verhalten ist Kindergarten, weil er aufgedreht ist oder in seinen Augen überdreht ist. Tut aber keine Fliege was zuleide.
mobbt niemanden, hetzt über niemanden, lästert über niemanden, wollen nur ihr Ding machen. Und der, Mario Basler, der 30 Jahre älter ist als der Dings hier, als der KS-Freak, also als Marcel, und der hetzt gegen andere, der Drama machen will, eine nach der anderen raucht, ja, und seine Frau denunziert und nicht gut behandelt, will anderen Menschen was beibringen. Und da habe ich zu Patrick gesagt, sorry, da habe ich zu Patrick wirklich das gesagt und das ist meine persönliche Meinung. Ich als Beraterin im Fußball habe in den letzten Jahren, geht das hier noch? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin Chief, aber egal. So viele junge Fußballer kennengelernt in der Agentur, die gebrochen waren. Gebrochen mental, die Talent hatten ohne Ende, gebrochen mental durch Trainer. Ich habe Geschichten gehört, dass Trainer den hier machen, ja, und dann völlig überzogen die Jungs trainieren von 12 bis 18 Uhr 19 in der Prägungsphase, in der Erziehungsphase. Trainer, die die Jungs mobben, die anti-autoritär, also nicht anti-autoritär, die ihre Autorität ausgenutzt haben. Und ich habe einfach dieses, wenn ich dann so Mario Basler sehe, der andere Spieler und Fußballer sind ja alle jung, trainiert, dachte ich mir so. Und sowas trainiert die Jugend oder junge Menschen? Ich war richtig enttäuscht. Ich habe von ihm so viel mehr erwartet. Das ist schon echt heftig. Ja, und next level. Deswegen, Freunde, das finde ich schon hart, ne? Und das musste ich mal ansprechen. Red mit dem Typen gar nicht mehr. Herbstagsorgt. Hatte sie leider recht, ne? Ja, aber gute Menschen, gell? Was machst du hier drinnen eigentlich? Für was bist du da? Zum Rauchen, Kaffee trinken oder was machst du eigentlich? Gar nichts. Ja, und dann kommt KS-Freak nach vorne. Gibt's jetzt ein Influencer-Dislike in return? Für mich und meine Frau war es sehr wichtig, dass wir in die Show gehen, weil wir hatten ja schon mal eine Show und ja, die lief. Ja, red doch jetzt nicht drüber. Doch, bitte. Ich möchte es erzählen. Uns war es immer sehr, sehr wichtig, dass die Show funktioniert und dass... Und dass das die halt Show unterhaltsam ist. Wir darf haben ich? Uns... Darf ja, ich ja eben, kann's vielleicht besser ausdrücken. Also. Lass mich. Warum denunziert sie ihn jetzt auch so? Ihm nimmt sie das Zepter voll aus der Hand? Wow. Okay, ich rede jetzt mit, bevor das ein halber Roman wird. Ja, aber ich... Ja. Okay. Das also, finde ich auch schade, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich die klasse finde, aber finde ich schade. Hätte nicht sein müssen. Was ist das für eine Show kurz da vorne jetzt gewesen? Sie jetzt noch dahin? Das war komisch. Ach, haltet die Klappe, ihr beide. Ich finde, es ist so ein bisschen, ja, den anderen entmannt. Das hat mir so ein bisschen leid getan für ihn. Ja, und er entfraut dich regelrecht. Dein eigener Partner entfraut dich regelrecht, ja? Also, worüber reden wir? Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir ein paar wählen, was unserer Meinung nach hier nicht sehr viel zur Unterhaltung beiträgt. Okay. Für Sascha und Yvonne entschieden. Nachts, ja. Ja. Ich kann mich gar nicht beherrschen. Ich bin ein bisschen froh, dass du gerade hier standest. Weißt du warum? Hey, weißt du, was mich ankotzt? Wenn einer die ganze Zeit mich anguckt und will mir die Hand hinhalten, Faust, als wären wir Freunde. Das ist für mich verlogen, hinter und deswegen kriegst du meine Stimme. Also du, sie nicht, du. Das war nicht so blöd gegen mich, checkst, ne? Ich auch nicht. Ich habe so einen riesen Ständer gehabt, weil ich fand's. Und dann war mir klar. Mega, also ich fand's mega. Was für Ständer? Wovon redet die? Wen schickt der Checker vor? Ja, die wählen irgendwie fast alle KS-Freak und man merkt halt dann irgendwie, dann ist KS-Freak richtig darunter leidet, ne? Und es hat mir enorm leid getan. Enorm leid getan. Die haben das echt nicht verdient. Das macht keinen Sinn einfach. Nee, macht's auch nicht. Muss ich ehrlich sagen, das sehe ich ganz genauso. Und jetzt ein wenig Landhiebe. Ja, wir verstehen uns mit euch allen sehr, sehr gut. Wir mögen euch alle gerne. Trotzdem haben wir entschieden, einfach nach die größtmögliche Gefahr für uns selber. Und deswegen, oder? Ja, Ausrede, oder? Haben wir uns auch für Mattel und Lisa entschieden. Das tut mir so leid. Ja, das war's. Und zwar auch rechnerisch. Aber zwei Stimmen Mario stehen noch aus. Mario geht richtig eine drauf ab, ne? Eklig, ekelhaft. Wir reden nicht. Shh. Hasi, bitte bleib ruhig. Mach nichts Unüberlegtes. Ich spüre, wir bitte nichts Unüberlegtes. Bitte mach nichts Unüberlegtes. Bitte, Schatz. Ich lese die ganze Familie. Unüberlegt. Psst. Mir glaubt, der ist, oder? Komm aber jetzt. Hey, das macht keinen Sinn. Muss ja, halt machen. Ich wäre aber auch richtig enttäuscht. Ich wäre auch wütend. Ja. Nicht auch übel. Der Nächste, der nach vorne rennt,
Der König mit dem Kettenhemd. Und da hätte ich mir von ihm, vom Erik, was anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen, ja? Da hat Erik wählt den jetzt auch. Und ich so, hä? Wir haben entschieden, jemanden rauszuwählen, der für uns Konkurrenz sein kann. Das ist doch Blödsinn, was für Konkurrenz. Die Spieler haben andere gewonnen. Wenn, ja, was für Konkurrenz. Deswegen ist unsere Wahl auch auf Marcel und Lisa getroffen. Total dumm. Ich glaube, uns ist auch ein bisschen negativ aufgestoßen, Marcel, dass du ein bisschen, wie soll man sagen, ich will nicht sagen Höhenflug hast, aber immer gesagt hast, du willst gewinnen. Wenn wir das Spiel machen, willst du den und den wegpoken. Das ist uns ein bisschen negativ irgendwie. Was zur Hölle? Freunde! Aber ist es nicht der Sinn von dem Ganzen, dass man die Leute anspornt und einfach so ein bisschen herausfordert? Wir müssen ja am Ende des Tages müssen wir eine Entscheidung treffen. Ja, die völlig deplatziert war. Der hat jetzt gerade eine Frage gestellt. Ist es nicht der Sinn, das nach jemandem anzustacheln? Am Ende des Tages müssen wir eine Entscheidung treffen. Ah, sorry. Sorry, Erik. Nee. Dann lüg nicht drum herum. Es geht hier um Konkurrenz und muss wieder da. Und dann sag, wie es ist. So, ich kann nicht leiden. Hilfe! Wir sind ja alle letztendlich nicht hier, um Freunde fürs Leben zu finden. Das ist Fakt. Und deswegen haben wir uns wirklich nur sportlich, pragmatisch entschieden. Ja, Ausrede. Ausrede. Völlige Ausrede. Finde ich auch eklig. Ja, finde ich auch übel. Wie seht ihr das, Freunde? Findet ihr das, bin ich gerade? Ich habe ja voll Tick hier heute. Ich finde das, wie seht ihr das? Findet ihr das fair? Findet ihr das richtig? Hättet ihr anders entschieden? Also, nee. Nee. Okay, ich will jetzt nicht sagen, wie viel Prozent ist mir jetzt egal. Ich will nicht rechnen. Es ist halt einfach fast alles. Marcel, ich erkläre das gerne nachher nochmal. Oh Gott, halt die Klappe, ne? Da habe ich echt gesagt, halt die Klappe, ehrlich. Will keiner hören. Will keiner hören. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig, dass du mir was erklärst. Dann habt ihr das ja auch nicht verstanden. Nein. Doch, die haben das schon ganz richtig verstanden. Wir haben das alle verstanden, Mann. Wir haben das alle verstanden, wie du denkst. Zu Recht raus. Lass mich doch einfach ganz kurz in Ruhe. Ja. Mach ich doch. Ich wollte es nur anbieten. Nee. Das war's. Wenn du es nicht annimmst, bist du selbst dran schuld. Du wirst es nie lernen. Es ist doch in Ordnung. Ich brauche einfach nur den Moment. Ja. Und Mario poltert dann sofort weiter. Ja, denn ehrlich. Mario ist gut. Ja, sie lehnen es ab, lebt damit. Ja, ehrlich. So, sie wollen es einfach nicht noch hören von dir. Punkt. Wir alle nicht. Sehe ich auch so. Geh, Marci. Du durchatmen, es ist alles gut. Ja, finde ich aber auch übel. Lass mich doch trotzdem traurig sein, weil wir nach Hause fahren. Möchte noch jemand Fleisch? Das ist mir einfach. Das müsste durch sein. Ich habe nur gesagt, dass wir Kohle drauf haben. Nachher. Aber ist ja jetzt noch ein bisschen warm. Meine Entscheidung war heute Morgen schon gefallen. Ach komm, Für den Marcel. Ach, ja. Nachdem er zu uns gesagt hat, ich schmeiß euch alle um. Da habe ich heute Mittag schon zu der Doris gesagt. Musste Marcel heute. Das mag ich. Ja. Jetzt darf man keinen Ehrgeiz mehr haben, weil wenn du Ehrgeiz hast, dann das ist falsch. Ja. Bitte, Marcel. Ja. Das nächste Mal gehst aber bitte in ein Spiel rein und sagst, nee, also wir verlieren heute. Wenn das der Sinn von dem Ganzen ist, dann bitte. Ja. Ist doch gut, wenn man so ist. Also wie soll ich denn im Leben weiterkommen, wenn ich keinen Ehrgeiz habe und wenn mir alles wurscht ist? Ja, aber die sind jetzt alle gegen uns, sind sie. Die einzigen, die da jetzt was Persönliches draus gemacht haben, ist irgendwo der Mario und der Sascha. Ja. Der Sascha hat auf einmal richtig Gas gegeben und hat sein wahres Gesicht gezeigt. Ja. Und das habe ich da gesagt. So gut war mein Menschenkenntnis. Ja, habe ich da gesagt. Das nehme ich ihm persönlich. Ja, dann nimm es ihm persönlich, aber... Ja. Da muss ich auch mein Ding noch sagen. Ja. Da sage ich zu ihm, ey Sascha, ganz ehrlich, draußen hätte ich dir auf der Fresse gehauen. Nach so einer Meldung. Na. Ja, ich finde auch, das war einfach zu weit so dahinter. Und so, geht, Alter, geht? Und kann auch sein, dass ich es mache. Mario soll auch bitte ganz, ganz schnell die Fresse halten. Aber ansonsten räume ich ihn auch weg. Na, Marcel, du nicht so schief. Ja, aber das nervt mich. Ich möchte wirklich mit gar keinen mehr. Schau, dass die wirklich so weggehen. Ja, ist okay. Störe ich euch, wenn ich kurz komme? Nee, alles gut, kann's kommen, natürlich. Ehrlich. Was soll das mit Kader klar, jetzt? Ich habe heute eher mit meinem Rauswurf gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja, alles komm. Gut. Weißt du, für mich gibt es keine privaten Gründe, warum ich euch nominiert habe. Weißt du, aber dass hier so viele Stimmen kommt, hätte ich nie gedacht. Wirklich nicht. Unangenehm. Ach so, okay, aber du hast ja schon 5 Stimmen vor, also der hatte ja schon 5 Stimmen, KS Freak, und du kamst fast zum Schluss. Wieso gibt's ihm dann noch die Stimme? Worüber reden wir hier, ne? Ist auch nicht 100% ehrlich alles, ne? Das Einzige, was mir wehtut, ist einfach, dass du zu Marcel so böse warst. Ja, nee, das ist das Einzige. Finde ich auch eklig. Ich weiß, was sie meint. Sascha hat einfach Marcel so angegriffen.
Ja, finde ich auch. Ey, Marcel, bleib so, wie du bist. Ey, was soll das? Marcel, bleib wirklich so. Ja, finde ich auch schade. Bitte, gut. Das tut mir leid. Das sind zwei erwachsene Männer, ja, die doppelt so alt sind wie er. Ne? Ich finde das echt eklig, wie sie mit ihm umgegangen sind. Muss ich sagen. Wein nicht, Mann. Auf, bitte, wein nicht, Mann. Ihr seid toll. Komm auf, Mann. Komm. Komm, wein nicht. Mario würde immer wieder so entscheiden, falls Steffen Nominierungsschutz hat. Und am Schluss ist auch ein Konkurrent. Auf jeden Fall. So, und immer dann. Naja. Wir beide haben uns nur so angeguckt, so. Genau. Alter, was macht ihr denn? Ich schmeiß euch, wenn mir einen weg. Ich hau den Ellenbogen raus. Ja. Mhm. Verstehst? Das ist das Einzige, was mir gerade richtig getroffen hat. Der Rest ist mir wirklich wurscht. Ja, finde ich auch schade. Die haben die halt auch einfach nicht fair behandelt, von der ersten Sekunde an. Das muss man einfach sagen. Es ist leider einfach so. Man kann von KS Freak halten, was man will, aber es ist hier in dem Format einfach so. Wir haben von der ersten Sekunde an keine Chance bekommen. Also wir mögen euch total gerne. Ja, ich auch. Und ihr. Und wir haben das alles überhaupt nicht so aufgefasst. Ja. Und das sehe ich auch so überhaupt nicht. Sondern er auch. Ja, aber Steffen, gerade eben bei Mario Basler draußen, hätte sie ihm auch sagen können, ja, wir haben das nicht so gesehen. Ne? Warst du auch nicht so ganz ehrlich gerade zu Mario, ne? Und jetzt zu den beiden, ne? Eher als Ansporn. Es hat sich nicht Aha, aber gerade bei Mario draußen hast du gesagt, so, was macht der da? Da haben uns alle angeguckt. Ne, Steffen, ist auch nicht ganz ehrlich, ja? Da gemacht. Dann kann man auch herausfordern. Und dann finde ich schade, dass das so negativ formuliert wird. Ja, aber das fand ich so, auch. Als wenn ich jetzt irgend so ein Klaus wäre, der die ganze Zeit Leute bist du aber nicht. Verarscht und... Ja. Wir schneiden gleich nochmal, ne? Ja, aber KS Freak und... Partnerin, wir Zuschauer, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ihr denkt genauso gleich, ihr habt euch in den 2, 3 Folgen richtig gut geschlagen, gut gezeigt, alles richtig gemacht. Die sich hier negativ gezeigt haben, ist Mario Basler und Konsorten. Ja, Freunde, das Ganze könnt ihr euch anschauen, noch den Rest auf RTL Plus. Das war es erstmal für die Folge lang und ausführlich. Sogar meine Kamera ist fast leer, also mache ich die Abmoderation ganz schnell. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn ja, freuen wir uns über Bewertungen. Abo ist natürlich kostenlos und dann verpasst ihr kein weiteres Video. Zweimal die Woche abends, mittwochs und freitags um 20 Uhr im Livestream. Danke, dass ihr da gewesen seid. Eure Meinung sachlich und konstruktiv zu Mario gerne unten in die Kommentare. Ich habe euch lieb, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.